Hi Leute, hier ist euer Seduxer und willkommen zu einem weiteren Let's Play Metin 2. Ja, hopp, 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 hoppa Seelux Style. Hey, sexy Schweinox, hopp, 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 hoppa Seelux Style. Ja, der kleine Gunsam Style Tanz kann man auch schön bei der Hochzeit tanzen, wenn man keine Emotionsmaske hat wie ich. Und naja, Durchschlag hat sich verändert und ihr könnt euch schon denken, was passiert ist. 33 Sehensteine hat es mich gekostet. Ja, G10 hat 11 gebraucht und jetzt im Vergleichstest Durchschlag G sieht noch nicht so schick aus und Durchschlag P schon etwas netter. Und jetzt mein kleiner Damage-Test mit meinem Launcher. 10,6 waren es, glaube ich. Jetzt schauen wir es mal in der Slow-Mo an. Das Ganze ist nämlich nachkommentiert. Mal schauen. 10, ja, nee, nicht 10,6, aber sagen wir einfach mal 10. Glatt, also wären es 20k Crit gewesen. Und jetzt natürlich ein paar Duelle mit unseren neuen Skills hier. Ich habe auch ein bisschen PvP-Equipment. Ich habe mir ein Armband mit 10 Halbmenschen zugelegt, aber sonst keine anderen Bonis. Dafür habe ich es aber günstig bekommen für 33 Millionen KK. 33 KK und ja, oder 33 Millionen Yang. 33 Millionen KK wäre schon etwas viel gewesen. Naja, wie dem auch sei. Einige Duelle auf jeden Fall. Und das Ganze natürlich nachkommentiert, dass ich die ganzen Abschnitte nicht, ja, reden muss. Mein Fraps-Out auch ein bisschen, ja, umgesponnen und deswegen sind es auch nur nicht, ja, ein paar Duelle. Also ich habe um die dreimal so viele gemacht, wie ich jetzt zeigen werde. Und natürlich einige verloren, einige gewonnen. Und ja, im Gelben Reich, ja, sind sie nicht so freundlich zu mir. Da haben mich auch einige ganz angegriffen. Ich wollte da eigentlich nur Duelle machen. Und ja, also der Damage, denke ich, ist schon auf dem Durchschlag relativ gut, aber wenn jemand jetzt Zweihand-Dev hat, also den Dev mit einer Zweihandwaffe, wenn ich den angreife, dann natürlich weniger Schaden abbekommt. Und wenn der so bei 40 oder 50 liegt, ist das schon mit Durchschlag nicht mehr so gut. Da ist der Damage auf jeden Fall viel niedriger. Aber bei einigen sieht man das ja, zum Beispiel wenn ich jetzt Durchschlag, hier der hat wahrscheinlich Zweihand-Dev, wenn das jetzt Durchschlag 6 irgendwas Crit war. Dann hat er sicher Zweihand-Dev und ich habe ja selber auch Zweihand-Dev. Und ja, Einhand-Dev habe ich auch, aber nur 10%. Ich habe mir auch ein bisschen Dolch-Equipment zugelegt, wenn ich gegen Ninjas Duelle mache, so Crap-Dolch-Equipment halt. Dann kann ich auch insgesamt 25 Dolch-Dev haben. Dafür aber weniger Halbmenschen. Ich habe hier meine 10 Halbmenschen-Ebis. Mein Armband, da habe ich insgesamt 20. Dann meine HMK habe ich 8. 28 und ich glaube, in meinem Schild, in meinem Falke habe ich nochmal 3. Da müsste ich 31 haben. Mir fällt jetzt nicht ein, wo ich noch Halbmenschen habe. Doch, im Helm habe ich noch 5. Ich habe einen neuen Helm. Muss ich alles noch zeigen. Dann habe ich, jetzt habe ich, Moment mal, 31, also 36 Halbmenschen, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Müsste ich haben. Und ja, wenn ich gegen Ninjas Duelle mache, dann habe ich natürlich weniger. Wegen dem Dolch-Equipment. Und ja, wie gesagt, viele Duelle habe ich nicht mehr aufgenommen. Die meisten zwischen 65 und 80 habe ich überhaupt aufgenommen. Und darunter und darüber habe ich eigentlich überhaupt nicht aufgenommen. Aber wenn ich auch aufgenommen habe, hat es manchmal auch eben irgendwie doch nicht aufgenommen. Ich habe es wenigstens versucht. Deswegen auch ein paar Duelle. Und das Ganze natürlich ohne Musik, weil ich eben das mit den Content-Rechten nicht regeln kann. Und so ist das, denke ich, auch besser. So, zum Abschluss jetzt nochmal ein längeres Duellabschnitt. Längerer Duellabschnitt mit, ja, 3 Duellen. Und diese Parts eignen sich auch eigentlich gut zum Nachkommentieren. So, auch einige Nachrichten. Und ich muss mich auch bei einem User bedanken, bei einem Abonnenten wahrscheinlich. Ja, wenigstens ein Spieler aus Sykorax namens Kokosnuss. Der hat mir einiges gegeben. Auch kleine Sachen wie Zen-Bohnen, aber auch große Sachen. Großes Dank an ihn. Dann kann ich mir jetzt einige Sehensteine finanzieren, um mein heftiges Schlagen vielleicht höher zu bringen. Wenn ich das überhaupt skillen möchte, ich weiß es noch nicht. Oder um wenigstens mit meinen verkauften Sachen noch ein Giftig zu holen. Weil ich habe jetzt auch einiges an Yang gemacht und verkaufe ja noch meine Sachen. Ich habe jetzt auch ein paar Sachen hatte ich gekauft, wie eine Magni. Die hatte ich dann geupt und dann hatte ich sie viel teurer verkauft. Ich habe jetzt Dann hatte ich auch noch eine Kette gekauft und dann habe ich auch nochmal die wiederverkauft und ja, auch einiges an Yang gemacht. Also durch Kaufen und Wiederverkaufen, hatte ich ja schon mal erwähnt, kann man auch Yang machen und das war jetzt in letzter Zeit etwas günstig.
Also da macht mein Durchschlag gerade viel Damage. Ja, und da ist nochmal der besagte User. Also ein großes Dankeschön an ihn. Und das war's von dem Part. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Seeluxade. Tschüss.